Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 291 und kommen damit auf einen Charakter zu sprechen, den ich nicht leiden kann, und zwar Magna. Magna Kapitel ist endlich am Start. Wir haben lange drauf gewartet. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen drauf vorbereitet gehabt die letzte Zeit, als wir natürlich vor einigen Kapiteln schon gesehen haben, dass Magna und Zora endlich wieder vorgekommen sind. Dementsprechend haben wir jetzt ein komplettes Kapitel zu Magna bekommen. Und bevor wir ins Kapitel reingehen und uns halt den Kampf anschauen, den Magna bekommt, beziehungsweise die Screentime, das Power-Up und so weiter, will ich erstmal eine Sache sagen. Und zwar ist Magna mir generell immer eher gar nicht aufgefallen. Also ich finde, er ist ein Lappen. Komplett. Also er ist noch schlimmer als Konohamaru und Boruto, weil Konohamaru eher was leisten müsste, was Sensei-Rolle und so weiter betrifft. Magna, ja, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Der Typ ist Yamchu im Black Clover-Universum. Der Typ kann gar nichts. Du hast 4, 5 andere Feuermagier, die alle krasser sind als er. Ich finde die Art und Weise, wie er als Magier aufgestellt ist, also als Bauer, als Feuermagier mit einem Baseballschläger, ist eine Sache, die ich übelst unkreativ finde, von der Herangehensweise eines Magiers. Also es gefällt mir einfach nicht, so designtechnisch allein schon, aber auch generell, wie die Magie aufgestellt ist. Ich kann mich an ein, zwei Momente erinnern, womit er zumindest in einer Gruppe oder mit Luck zusammen gut scheinen konnte. Den Veto-Moment habe ich zum Beispiel als einen der positiveren Momente in Erinnerung. Oder auch das Zusammenspiel mit Zora, so dementsprechend hier halt auch wieder in dem Duo unterwegs mit Zora. Zora hier in dem Kapitel aber gar nicht im Vordergrund, wir gehen nur auf Magna ein. Und ich werde euch erklären, warum dieses Power-Up keinen Sinn macht, beziehungsweise es Bullshit ist. Und das ist es zu 100%, die Dante in dem Chapter verloren hat. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover und zu Magnas Schmutzkarriere verpassen wollt. Dementsprechend gehen wir rein in das Kapitel. Zur Info, dementsprechend, wir haben 2 Wochen Pause jetzt nach diesem Kapitel. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste überhaupt. Das mit Magna fuckt mich zwar auch ultra krank ab, aber dass wir jetzt 2 Wochen liegen lassen werden mit so einem Chapter, ich glaube, das ist nochmal die Kirsche auf der Torte. Also wirklich, das ist das, was mich wirklich am allermeisten abfuckt. Nicht die Tatsache, dass Tabata sich eine Pause gönnt. Safe call. Ey, ich gönne dem Mann alles. Der hat auf jeden Fall die letzten Wochen, Monate so viele Double Pages rausgehauen, so viel zeichnerisch an den Tag gelegt. Das muss man definitiv mal zugutekommen lassen. Also da bin ich voll bei euch. Gönnt dem Typen mal eine Pause. Safe. Aber nicht mit einem Magna-Kapitel, dass ich jetzt 2 Wochen lang kein neues Chapter habe und immer noch bei diesem Standpunkt bleiben muss. Erstmal kommen wir auf eine andere Sache zu sprechen, und zwar die Tatsache, dass Asta aus dem Union-Mode rausgeflogen ist. Das heißt, Asta und Nacht sind quasi nach diesem Kampf gegen den Fusionsteufel erstmal sich am Besprechen. Die beiden Teufel, Lilith und Nama, sind besiegt worden. Der erste Teufel, oder die ersten beiden Teufel aus dem ersten Tor sind fertig gemacht worden. Asta hat gewonnen. Nach 5 Minuten ist er aus dem Union-Mode rausgekommen und jetzt stellt sich halt heraus, dass er 30 Minuten Regenerationszeit benötigt, um wieder in diese Form reinkommen zu können. Was schon mehr als offensichtlich war, dass man hier wahrscheinlich sagen wird, okay, man muss ein bisschen warten und so weiter, dass er halt wieder in die Form reingehen kann. Man wird vermutlich Asta mehrmals verwenden gegen mehrere Gegner in diesem Arc, dass er halt sich dem nächsten Gegner widmen kann. Vermutlich dann dem nächsten Teufel oder vermutlich dann auch einem der Dark Triade. Muss man mal abwarten. Was ich cool fand, war eine kleine Anlehnung an Yami und an Nacht. Also, dass Nacht in Asta sich selbst quasi wiedererkennen kann. Da gab es eine kurze Szene, das fand ich ganz nice. Und dementsprechend springen wir rüber auf einen der Dark Triade-Kämpfe, und zwar den Dante-Fight. Wir sehen, wie Jack sehr, sehr hart am Struggeln ist. Also, er kommt überhaupt nicht klar. Er hatte zwar sein Power-Up bekommen und seine Klingen vervielfältigen können. Jedoch kann sich Dante natürlich mit der 100% Stärke immer weiter regenerieren mit seiner Körpermagie, und Dante ist Jack komplett überlegen. Wir haben jetzt Zora und Magna, die reinkommen, und Jack, der gefühlt gar nichts macht. Ich würde es, wie gesagt, hier nochmal sagen, es ist ein Ordensführer, der keine Chance hat gegen Dante. Und Zora und Magna kommen jetzt rein, beschützen ihn so ein wenig, und Magna wird als der nächste Gegner von Dante hingestellt. Ich will
direkt als Fazit sagen, nach diesem Kapitel kann ich Dante kein Stück mehr ernst nehmen. Also, der Typ ist eine Lachnummer als Antagonist. Und so wie er aufgebaut wurde, okay, Props dafür, aber das, was schlussendlich daraus gemacht wurde, Schmutz. Wirklich 100% Trash. Und der Aufbau in diesem Kapitel ist eigentlich gut gemacht, denn Magner wird hier als Schwächling dargestellt, was er ja auch ist, das sagt er selber, das sagen alle. Deswegen bin ich an dieser Stelle sogar noch fair genug und sage, okay, es ist cool gemacht, dass man ihm das vor Augen hält und er deswegen daran arbeiten möchte und ihm ein legitimes Power-Up geben kann, welches seinen Aufbau dementsprechend fördern kann. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass es das Ganze nicht fördert, sondern es macht die Ernsthaftigkeit der Antagonisten zunichte. Das ist das große Problem. Magners Kraft ist deutlich unter dem von Dante. Das ist klar. Magners Kraft ist deutlich unter dem Level von Luck. Das ist auch klar. Die Rivalität der beiden ist nicht mal ernst zu nehmen. Magner kann keine Buchstaben formen. Der ist in der Grundschule rausgeflogen. Und ja, da könnte man sagen, okay, du reitest zu sehr auf diesem einen Punkt rum. Aber man ist ja gerade in diese Richtung abgedriftet, dass man wahre Magie, True Magic oder Extreme Magic im Hartkönigreich lernen muss, damit man Grundkenntnisse verstehen kann, um überhaupt gegen mittelrangige Teufel ankommen zu können, was uns einige Chapter zuvor gezeigt wurde, wo uns noch von dieser Baumgöttin, von dieser Dryade oder wie sie hieß, vermittelt wurde, dass man nur mit dieser Technik oder nur aufgrund dieser Ebene Chance hat gegen mittelrangige Teufel oder High Ranks, wenn überhaupt, ja. Man kommt wahrscheinlich nicht mal in die Nähe von High Ranks, wenn du nicht diese Magie besitzt. Und durch die Elfen konnten sie dieses Level überhaupt erst erreichen. Wir haben damals im Flashback von Lux Kampf gesehen, dass Magner überhaupt nicht klar kam. Dass Magner mit diesen ganzen Dingen nicht klar gegangen ist, dass er da Probleme hatte. Und das hat dafür gesorgt, natürlich, wir wussten es schon, dass Tabata ihn erstmal rausnimmt und für später nochmal wieder einbringen wird. Jetzt haben wir den Moment, dass Magner reingebracht wird mit einer neuen Fähigkeit und Dante als Gegner gegenübersteht, dementsprechend eine Fähigkeit an den Tag legt, womit er Feuerketten beschwören kann, die das Level seines Gegners ihm gegenüber anpassen können. Das bedeutet, er verbindet sich mit seinem Gegner über eine Kette, Kurapika-mäßig. Die Magien der beiden werden gleichmäßig aufgeteilt, sodass beide in einem Deathmatch gleichwertig sind. Das ist eine Magie, das ist eine Technik, die an sich erstmal cool klingt, aber komplett broken ist, weil sie theoretisch gegen jeden angewendet werden kann. Das bedeutet, Magner könnte Lucifero mit dieser Technik binden und ihn auf sein Level ziehen oder auf das Level von Lucifero kommen, wenn er halt 50% von ihm abzieht und das halt zu seiner Stärke dazu packt. Wie auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Es kommt aufs gleiche Ergebnis raus. Schlussendlich ist es eine Fähigkeit, die Magner am Ende des Tages meiner Meinung nach nicht verdient hat. Wir haben ihn lange Zeit nicht mehr gesehen. Gib ihm einen Moment, der legitim ist, aber zieh dir nicht aus dem Arschloch eine Technik raus, die von irgendwo herkommt, damit er auf einmal legitim gegen die krassesten Gegner vorgehen kann. Das ist Bullshit. Dieses Chapter stufe ich nicht als Black Clover Kapitel ein, sondern als Fairy Tale Kapitel. Denn am Ende des Tages ist das nichts Legitimes oder verständlich Erklärtes. Und natürlich könnte man sagen, okay, er hat ja diese Feuerfesseln in der Vergangenheit genutzt, um Magie zu annullieren, damit man Magie nicht mehr freisetzen kann oder so etwas, was er mal im ersten Arc von Black Clover ganz am Anfang in diesem Dorf mal freigesetzt hatte, diese Feuerfesseln oder was das war. Im Grunde ist das ja nicht der Aufbau für diese Fähigkeit. Diese Fähigkeit, die er gegen Dante jetzt einsetzt, ist eine komplett neue. Death Chain, Deathmatch, wie auch immer, er nutzt sie, um sich gleichwertig seinem Gegner gegenüber aufstellen zu können. Und dafür haben wir gar keinen Aufbau bekommen bisher in Black Clover. Und deswegen können wir auch an dieser Stelle von einem sogenannten großartigen Ass-Pull sprechen. Denn das ist es tatsächlich. Ich habe noch in den Spoilern gedacht, okay, man geht hier ein bisschen in eine andere Richtung, dass er das Ganze annulliert. Wenn es eine Annullierungsfähigkeit wäre, also dass er Dante einfach nur aus den 100% rausballert und so eine Art Asta 2.0 darstellt, dann ist es an dieser Stelle kein S-Pool mehr, weil es anfangs aufgebaut wurde. Dennoch sind die Verhältnisse hier natürlich komplett wirrwarr. Du bringst ja auch nicht dem schwächsten Charakter einer Serie eine Fähigkeit bei, damit er den stärksten Charakter der Serie rausballern kann. Also, wie gesagt,
Die Fähigkeit ist nicht das essentiell Wichtige, sondern die Verhältnisse stimmen nicht mehr. Um euch das mal vor Augen zu führen, das ist so, als wenn ich sagen würde, dieser Teufelmann aus Dragon Ball Classic, der alle mit einem Finger töten konnte oder besiegen konnte, die böse waren, die wahrhaftig böse waren, könnte mit einem Finger Freezer ausschalten oder Cell oder Kid Buu oder keine Ahnung wen, Mann. Natürlich nicht. Natürlich nicht, auch wenn das eine Grundregelung damals in Dragon Ball Classic war und die Verhältnisse später zu Z und Super eine ganz andere sind. Das ist prinzipiell genau das gleiche Verhältnis. Dementsprechend sind hier die Black Clover Verhältnisse zwischen Magna und Dante nicht gegeben. Da ist eine zu große Spanne dazwischen, als dass du das Ganze mit so einer Technik legitimieren kannst. Wie gesagt, selbst wenn es in der offiziellen Übersetzung dieses Annullierungsding ist, ist es so oder so nicht wirklich gut geregelt. Es wird hier aber eher auf dieses Deathmatch-Ding hinauslaufen, dass beide halt gleichwertig gestaltet sind. Er ballert Dante natürlich aus diesen 100% raus, obwohl die Tore gerade aufgemacht werden und es theoretisch auch einfach sein könnte, dass das keine Rolle spielen würde, als ob Magnas Kettenfähigkeit auf einmal über dem Prozess des Clifford-Baums oder über den Effekten des Clifford-Baums steht. Also sorry, Digga, aber das kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Und an dieser Stelle muss natürlich auch eins gesagt sein. Er besiegt Dante hier nicht am Ende des Kapitels, er haut ihm nur eine rein, er hat ihn aus den 100% rausgehauen und jetzt werden sicherlich einige Leute sagen, ja okay, er hat ihn nicht besiegt, wo ist das Problem? Ja, es geht nicht darum, dass er ihn besiegt. Natürlich besiegt er ihn nicht alleine. Also wenn er ihn alleine besiegen würde, das wäre noch schlimmer. Es ist mir egal, was ihr sagt, mäßig. Oh, der war aber lange nicht mehr da, bla bla bla. Digga, Magna hat rein gar nichts in dieser Serie beigetragen. Jeder andere Charakter, gefühlt, hat ihn bei weitem übertroffen. Er ist ein Lappen und er wird immer ein Lappen in der Allgemeinheit bleiben. Meine Prediction für die nächsten Male ist folgende. Ich denke, Magna, Zora, Jack, Zusammenspiel werden Dante besiegen. Was ich, wie gesagt, auch so oder so nicht cool finden würde. Ich hätte es besser gefunden, wenn Jack vielleicht einen Solo-Fight, es im Solo-Fight geschafft hätte oder wenn Asta zu Jack dazugekommen wäre oder so etwas. Oder wie ich es in der letzten Review angesprochen hätte, dass Asta den Teufel nicht besiegt hätte. Die 5 Minuten wären vorbeigegangen und Magna und Zora hätten den Teufel, einen noch stärkeren Gegner, nur hinhalten müssen. Und jetzt werden auch wieder Leute sagen, okay, aber der ist ja noch stärker als Dante. Ja, darum geht's aber nicht. Es geht nicht darum, dass sie ihn besiegen, sondern es geht darum, dass sie eine Aufgabe haben, die legitim sind und die im Rahmen ist. Im Rahmen. Das bedeutet, was nachvollziehbar und logisch erklärt werden kann, dass es Sinn macht, dass Magna und Zora nach einem Timeskip die übelsten Lappen, auch wenn ich Zora mag, aber er ist halt ein Support, eher, muss man ja einfach mal dazu sagen, dass sie so eine Aufgabe bekommen können, die sie schaffen könnten, nicht mit der Absicht, einen Gegner zu besiegen, sondern mit der Absicht, Zeit rauszuspielen, damit Asta wieder in die Form gehen kann und wieder den Kampf aufnehmen kann, sowas halt. Dieser Arc ist eben so gestrickt, dass so viele Charaktere in diesem Spade-Königreich am Start sind. Du kannst nicht jedem den Moment geben, den man sich gerne für den und den Charakter wünschen würde. Dementsprechend verstehe ich nicht, wieso man gerade den Charaktern einen Moment gibt, die es nicht verdient haben. Die es nicht verdient haben und die so weit unten in der Nahrungskette stehen, dass sie ein Power-Up bekommen, das alle Kräfte der Gegner wertlos erscheinen lässt. Das muss man ja wirklich so sagen. Also wenn man sich über Charlotte mit dem Full-Counter gegen Vanika und Magicula aufgeregt hat, wenn man sich bei Yuno gegen Xenon mit der Bell-Aufladung aufgeregt hat, dann muss man sich 100% zu Recht hier darüber abfucken, dass Magna eine Fähigkeit bekommen hat, womit er jeden fucking jeden auf sein Level ziehen kann. Das ist broken as fuck und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich eine Fairytale Bullshit Plot Device Kacke. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich bin wirklich sprachlos. Als ich das gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht, Black Clover, warum versaust du es dir an diesen Ecken und Kanten immer wieder selber? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Black Clover ist ein guter Manga, safe call. Es gibt manchmal ein paar Dinge, wo ich mir denke, ah, na, okay, das muss jetzt nicht unbedingt in die und die Richtung abdriften. Manchmal hat es Züge von Fairy Tail, sag ich ganz ehrlich. Dennoch bin ich manchmal ein bisschen besorgt, dass es in diese Friede, Freude, Eierkuchen-Richtung geht. Dass am Ende sowieso keine Teufel mehr rauskommen. Dass der Clifford-Baum vernichtet wird. Dass das Ritual aufgehalten wird. Und wir sehen am Ende des Tages gar nichts mehr von Lucifero. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich aktuell beim Spade-Arc habe. Nämlich, dass Asta die Dark Triade einfach alle one-shottet. Und dass
ja, Ritual einfach abgebrochen wird und wir die Teufel, die restlichen Teufel alle gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das wäre eine Sache, die ich auch in so vielen Spoiler-Talks immer wieder anspreche, verschenktes Potenzial an dieser Stelle. Und ich bin natürlich auch ein bisschen vorbelastet aufgrund dieser Fairy-Tale-Sache und so, aber an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, das erinnert mich sehr stark an diese Richtung. Ich hoffe sehr, dass Tabata das nicht macht. Mit so einem Kapitel, ich hoffe, das war ein einmaliger Ausrutscher, aber Digga, holy shit. Das Einzige, wie du das noch retten kannst, ist, wenn du dem Ausdruck, also dem Namen der Technik, auch wirklich genau diese Bedeutung gibst. Nämlich Deathmatch im Sinne von, Magna stirbt bei dieser Scheißtechnik auch. Er gibt sein Leben für diese Technik. Dann würde ich sagen, okay, Power-Ups trotzdem Bullshit. Moment, fühle ich trotzdem nicht. Aber er hat am Ende seiner Tage wenigstens noch ein bisschen was rausholen können. Mäßig. Da hätte man dem Ganzen noch ein bisschen, ja, eine Quintessenz Sinn gegeben. Aber dennoch, das wird nicht passieren. Magna wird an dieser Stelle nicht sterben. Dante wird besiegt werden von allen dreien zusammen. Von Magna, Zora und Jack. Sehr wahrscheinlich, weil Jack ja darauf beharrt, dass er eben ihn kaputt schneiden wird. Also es wird vermutlich auch der Gnadenstoß sein, nachdem Magna und Zora da ein bisschen die Vorarbeit geleistet haben. Aber wie gesagt, ich finde das halt wirklich, das ist Disrespect auch dem gegenüber, was wir zuvor von Dantes Fights gesehen haben, gegen Asta, gegen Yami und so weiter. Was soll man abschließend zu dem Chapter sagen? Ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Ich bin generell kein Magna-Fan. Ich habe euch die letzten ein, zwei Wochen eine Alternative gegeben für den Fall, wie man Magna und Zora gut hätte einbringen können. Also sagt an dieser Stelle nicht, den kann man sich recht machen oder sonstigen Kram. Ich habe eine Alternative geboten und gesagt, ey, wenn man es so und so machen würde, das wäre einfach tausendmal besser, legitimer und brauchbarer und verständlicher erklärt worden. Digga, die Spanne ist einfach viel zu groß. Guckt mal, ich halte euch das einfach nur mal vor Augen. Es gab April-Scherze darüber, dass Magna auf solche Gegner trifft, ja, Lucifero, Dante, scheißegal, Xenon, ist völlig Wayne Train. An dieser Stelle ist das aber jetzt wirklich passiert. Ich denke, ihr könnt an dieser Stelle dann ein wenig nachvollziehen, weshalb ich sowas dann überhaupt nicht feiern kann. Wie gesagt, ist am Ende des Tages nur meine Sichtweise. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr eure Meinung diesbezüglich natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich kann so viel nur sagen, ich habe Argumente gebracht, ich habe das Ganze hinterlegt, ich habe gesagt und begründet, weshalb ich das so sehe. An dieser Stelle sei nur nochmal gesagt, es ist völlig egal, wie der Titel des Mangas lautet. Ob das Black Clover, Fairy Tail, Attack on Titan oder fucking Death Note ist, das juckt niemanden. Am Ende des Tages sind solche gleichen Punkte gleich zu betrachten in ihrem jeweiligen Kontext. Und wenn sie Schmutz sind, sind sie Schmutz. Das ist soweit von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich sehen wir uns dann in vermutlich 2 oder 3 Wochen wieder, wenn das nächste Black Clover Chapter kommt, denn wir haben jetzt erstmal ein bisschen Pause, wird also etwas dauern. Ich werde mal schauen, dass ich irgendwelche alternativen Videos hochlade zu Black Clover oder so. Mal gucken. An dieser Stelle wäre es das. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.